Ja, halli und hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Und ihr seht es schon, ne, zu Halo The Master Chief Collection. Die habe ich mir mal organisiert, weil, ja, aus gegebenen Anlass, ne, es ist ein neuer Halo-Teil rausgekommen und als ich das gesehen habe, ist mir dann eben mal eingefallen, na, guck mal, ich habe den ein oder anderen Halo, das eine oder andere Halo-Spiel dann irgendwie auch verpasst, hatte aber damals auf der Xbox unglaublich viel Spaß, mit Halo 1 war das noch gewesen. Ja, und als ich dann gesehen habe, hier die Master Chief Collection, die ja mehrere Teile auch beinhaltet, ne, ey, warum hole ich mir nicht die und zock einfach mal so diese gesamte Story, alles rund um Halo irgendwie einmal durch, ne, so nach und nach natürlich, ne, also erst den ersten, zweiten, ich glaube, es gab auch so ein paar Zwischenparts. Gott, sehr eindringliche Musik. So, Moment, ich drück mal kurz auf eine Taste. Okay, wöchentliche Spiellisten. Also da ist aber wahrscheinlich immer noch hochgradige Action. So, angemeldet bin ich. Ich muss jetzt einmal kurz in die Optionen schnuppern. Audio, Spiellautstärke, Musiklautstärke 100% ist ein bisschen... So, die würde ich mal runterschrauben auf sage und schreibe 60%. Musik, wie gesagt, ist ganz gut, ambientemäßig auch total notwendig, aber ne, sollte mir hier nicht im Gehörgang kreischen. Ne? Wer hier kreischen muss, und das bin ich. So, ich habe schon ein oder zwei Einstellungen vorgenommen, was die Steuerung angeht, beziehungsweise die Geschwindigkeit, weil ich spiele mit Maus und Tastatur, also ich versuche es zumindest erstmal, weil da das Zielen einfach besser ist bei so einem Shooter. So, und dann bin ich hier hingegangen und habe ein bisschen an der... Mausempfindlichkeit, die stand glaube ich auf 1,6 oder so, um sich einfach ein bisschen schneller, also nur ein bisschen schneller umschauen zu können. Das war sonst noch ein bisschen träge. Finde ich aber in Ordnung. So, jetzt zurück. Lautstärke ist gespeichert. So, dann, ja, es ist halt Halo die Master Chief Collection. Das bedeutet tatsächlich mehrere Spiele in einem, wenn man so will. Wenn man jetzt hier auf die Kampagne drückt, sieht man dann hier alles klar, Halo, ne, Reach, Halo, ne, CE, Anniversary, das ist dann der erste Teil 2, Halo 3, ODST, es gibt hier tatsächlich, ja, mehrere, so zwischen und Pre und After und hast du nicht gesehen. Also hier ist erstmal Halo 1, ne, das ganz normale Halo. Da hatte ich auch schon mal drauf gedrückt, um ihn mal zu testen. Ich werde jetzt dasselbe machen und... Die Musik kommt immer noch verdammt laut vor. Aber ich drücke trotzdem jetzt erstmal drauf. So, wir drücken jetzt mal auf Halo. Sofort fahren nicht. Wir machen Schnellstart. Also tatsächlich, da stand auch im Vorfeld. Ne, genau dasselbe. Einfach nur Schnellstart. Einzelne Missionen wären auch möglich. Ja, okay, komm, wir machen einfach mal hier Schnellstart. Oh, auf einfach, normal, heldenhaft oder legendär. Ne? Ich will jetzt nicht wie so eine Pussy auf einfach drücken. Deswegen nehme ich einfach mal normal. Einfach mal um zu gucken, ihr lest unten, ja, ne? Horden von Aliens mühen sich ab, ne? Sie zu vernichten. Aber mit Nerven aus Stahl und einem schnellen Abzugsfinger haben sie eine gute Chance, die Oberhand zu gewinnen. Ja, während das hier wahrscheinlich nur ist, ne? Ihre Gegner haben ihre unaufhaltsamen Ansturm nichts entgegenzusetzen. Trotzdem lässt der Sieg sie am Ende noch mehr dürsten. Ja, schön, und das hier ist dann... Sie sind zahlreich und unerbittlich. Ihre Angriffe fallen verheerend aus. Es ist fraglich, ob sie überleben. So überlegen und jagen sie unerbittlich. Können sie diese... Ja, können wir nicht. So, wunderbar. Ja, ich freue mich tatsächlich total. Also, das ist schon so lange her. Ich habe nur noch bedingte Erinnerungen, aber eigentlich nur positive an das Spiel. Außer jetzt eben halt die sehr laute Musik. Pillar of Autumn. Cortana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Das war ein blinder Sprung. Und sie sind... Vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller.
Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Und Cortana? Hm? Empfangen wir Sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Achtung, alle Kampftruppen. Begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Fünfter Zug. Schleusen auf Deck 11 sicher. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. Taktischen an. Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch, und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Unsere Aufgabe ist es, zu Ende zu führen, was die Flieger begonnen haben. Wir verlassen das Schiff und greifen die Allianz am Boden an. Wenn wir auf Feindtruppen treffen, reißen wir ihre Köpfe ab und spielen mit ihnen Fußball. Habe ich recht, Marines? Sir, yes, sir. Klar habe ich recht. Und jetzt raus! Ausführung! Achtung an alle! Wir greifen den Feind an. Externer und interner Kontakt steht bevor. Alle Greenhorns, die die Allianz von nahen sehen wollen, heute ist euer Glückstag! Wow! Gut, schauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Fertig! Bolzen in 5 Sekunden! Alle Systeme zeigen grün. Zyklus abgeschlossen. Entschuldigung für das schnelle Auftauen, Master Chief. Es ist gerade etwas hektisch. Die Desorientierung sollte schnell vergehen. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Wir haben Sie sofort kampfbereit. Chief, bitte sehen Sie sich ein wenig um. Ich brauche eine Kalibrierung für Ihren Kampfanzug. Gut, danke, Sir. Ich schalte Ihre Zustandsmonitore online, Sir. Lebenszeichen sind normal, kein Frostbrand. Okay, Sir, Sie können aus der Röhre kommen. Ich habe Ihnen die doppelte Dosis Aufwachmittel gegeben. Vertreten Sie sich hier erstmal die Beine und kommen Sie dann zu mir in die optische Diagnosestation. Alles klar. So, das Erwachen des Master Chiefs, ne? Das ist so ein bisschen wie Fliegen, wenn wir laufen. Also meiner Meinung nach bewegt man sich hier irgendwie viel zu schnell. Ne, und sehr geradlinig. Auf das rote Feld stellen. Alles klar. Ne, aber trotzdem, ne? Ich freue mich total gerade. Ich weiß, sonst kümmern sich die Waffentechniker um ihre Zielsensoren schief, aber wir haben wenig Zeit. Schauen Sie einfach auf die blinkenden Tafeln, um sie auszurichten. Wenn Sie etwas erfassen, wechselt die Farbe. Okay, das sieht gut aus. Sir, es gibt ein paar Probleme mit der Kalibrierung. Ich werde die Sequenz Ihrer Zielsensoren umkehren, vielleicht ist es dann besser. Versuchen Sie nochmal, die Lichter anzuvisieren. Umgekehrte Maussteuerung, ach Gottchen. Ist es so besser, oder soll ich zurückschalten? Zurückschalten, bitte. Normale Steuerung. Versuchen Sie nochmal nach oben und unten zu schauen. Soll ich es so lassen oder wieder umschalten? So lassen wir es. Okay, ich lasse die Sequenz, wie sie ist, aber Sie können sie später selbst ändern. Alles klar. Wir können jetzt den Energieschild testen.
Folgen Sie mir zur Energieschild-Teststation. Feuerteams, begeben Sie sich zu Verteidigungsstellungen Alpha bis Sierra. Sensoren zeigen ein Enterschiff der Allianz. Bereithalten zur Abwehr von Eindringlingen. Uwi. Okay, bringen Sie seine Schilder online. Okay, Schilde werden als vollständig geladen angezeigt. Entladen, Sir, um die automatische Aufladung zu testen. Aufladung normal, alle Anzeigen auf grün. Vulkan Kryo 2, hier Captain Keyes. Schicken Sie den Master Chief sofort hier rauf. Captain, dann müssen wir die Waffendiagnose übergehen und... Ausführung, Kryo 2. Aye, aye, Sir. Der Skipper wirkt nervös, also los. Um die Waffen kümmern wir uns später. Okay, ich lasse die Selbstdiagnose weiterlaufen. Oh Gott, Sie versuchen durch die Tür zu kommen. Sicherheit! Eindringlinge in Kryo 2! Sam! Los, wir müssen raus hier! Hier lang! Alarm an alle. Enter-Truppen auf den Backbord-Decks 4, 7 und 12. Baker-Team angreifen. Ich hab keine Waffe! Master Chief, Sir, hier ist die Lage unter Kontrolle. Wahrscheinlich werden Sie warten. Da ist er! Gib mir Feuer! Jawohl! Weg hier! Chief, Cortana sind gekommen und zwar schnell. Alles klar. Sind die Hilfe? Nee, das fand ich schon damals unglaublich gut gemacht. Aber ich kann nichts tun. Ich habe keine Waffe. Sir, der Captain braucht Sie dringend auf der Brücke. Holen ja, ja. Geh voraus. Hilfe! Auf geht's, Chief! Invasion! Zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben, wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kampfschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei? Okay, vier Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enterkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline. Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut, neuer Befehl, Cole-Protokoll Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung, die Erde. Ich verstehe. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit?
Nur zu. Viel Glück, Master Chief. Ihre Architektur und die der Autumn ähneln sich sehr. Kommen Sie bloß nicht auf komische Ideen. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Na gut, aber immerhin, ne? So, alles klar, das Gemetzel geht los, ne? Die Marines könnten Hilfe brauchen, Chief. Tun Sie ihr Bestes. Angezeichnet! Ups. Alles klar. Ich werde hier am Anfang noch nicht so reinquatschen, weil wir sind jetzt, wie gesagt, erstmal so ein bisschen auf der Flucht. Man kriegt ständig irgendwelche Anweisungen, im Prinzip so als großes Tutorial. Ne? Und deswegen genießen wir einfach mal so ein bisschen die Show. Das war's noch nicht. Gute Arbeit. Da. Die Munition geht so weg, ey. So, mit E laden Sie nach, mit I wechseln Sie die Waffe. Ja, halten Sie die Waffe bitte. Ne? Halten Sie E, wenn. Hallo? Der Warnerrichtung. Hat uns da gerade was getroffen? Tempo, zurück zur Luftschleuse. Ich wusste, dass ein. Schleusen der Rettungskapsel, um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht dumm. Das brennt! Voll gut. Komm von der Seite. Ja, da. Jedenfalls, und das merkt ihr wahrscheinlich erst später im Verlauf des Spiels, die KI hier, die wurde immer richtig gelobt. Ne? Also Gegner, die dann auch irgendwie in Deckung rennen und so weit alles. Also nicht einfach nur wahllos sich abknallen lassen, sondern wirklich irgendwie versuchen, so ein bisschen zu interagieren. Ich bin trotzdem total zuversichtlich.
So, sollen wir mal tauschen? Mit E. Mit I war das doch vorhin tauschen. Ne? Crew und Kommandopersonal auf Decks 1 bis 4. Sofort zu den E-Bank-Stationen. Hier ist alles klar. Halte E zum Tauschen, warte mal. Ne? Pistole. Gewehr. Pistole. Ich mach mal den hier. Okay, aufgeladenen Schuss. Ich glaube, das war irgendwie immer so gewesen, dass man hier aber trotzdem sehr gut durchkommt, auch auf normal. Also, wie gesagt, ich erinnere mich da so ein bisschen an die PlayStation. Ja, PlayStation, an Xbox damals. Xbox, noch nicht mal Xbox One, die, also aber die erste PlayStation. Xbox. Theatralisch. Ja, sorry. Allianztruppen im Gang über uns. Kommandopersonal sofort in die Rettungskapsel. Rückzug zu den EWAC-Stationen. Die Alien-Bombe ist gar nicht mal so übel. Scheinbar überhitzen. Ist doch nicht so hart. Hey, hey. Sieht ihn irgendjemand? Die Batterie ist leer. Kampfteam Alpha aus November, begeben Sie sich zu den nächstgelegenen EWAC-Stationen. Taschenlampe oder so? Oder habe ich einfach die Meldung übersehen? Alle, hier spricht der Captain. Bereit machen zum Verlassen des Schiffs. Kampfteams, Eindringlinge aufhalten, bis das Kommandopersonal weg ist.
Die Rettungskapseln starten. Beeilung. Sie zerstören die Rettungskapseln. Sie wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Ring schaffen. Achtung, Sprengtüren werden geschlossen. Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem NAV-Punkt, er führt Sie zu einem Ausgang. Kampfteam Sierra bis Victor, bereithalten für Evakuierung. Ah, mit 4 Taschenlampe, alles klar. Und plötzlich ist der NAV-Punkt weg. Ne? Ich erfasse Allianztruppen außerhalb der Gänge. Aktiviere Bewegungsverfolgung. Suchen sicheren Ausgang. Das klappt nie. Wir müssen woanders lang. Moment. Wir müssen durch diese Tür, aber sie ist durch eine Explosion beschädigt. Mhm. Analysiere. Die Türsteuerung ist offline, aber die Tür ist schwer beschädigt. Es sollte kein Problem sein, die Tür mit ein paar Schlägen mit dem Waffenkolben zu öffnen. Alle Kampfeinheiten, Rückzug zu den tertiären Verteidigungsstellungen. Zu regenerieren, wenn sie nicht durchgehend beansprucht werden. Die Allianz. Gott, Taschenlampe ist auch leer. Ich meine, hier brauche ich sie zwar nicht, aber... Wir sind zu zweit hier drin, klar? Gefechtsteams auf Deck 7 und 8 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Allianz wollte sie wohl beim Nickerchen überraschen. Ah. Master Chief Daten, alles klärchen. Mich überrascht. Gefechtsteams auf Deck 5 bis 9 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. So, jemand, man irrt hier tatsächlich so ein bisschen durch, aber es gibt halt mehrere Wege. Ne? Also hier ist offen, da ist grün, da ist offen. Oh, Moment. Friendly Fire. Die Schäden an den Aufbauten sind beträchtlich. Ich weiß nicht, ob das die Ortem noch lange mitmacht. Sperrfeuer!
Ich weiß gar nicht, ob man in der Aufnahme jetzt die ganzen Erfolge sieht, die da immer wieder aufgehen, von wegen, wie viele hier ich schon weggeballert habe und sowas alles, ne? Ja, der könnte jetzt allerdings auch einfach hinter dem Schild stehen, ne? Tatsächlich haben wir jetzt gerade keine Munition mehr. Schnell an Bord, bevor sie startet. Oh nein, oh nein! Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Hau rein. Aye, aye, Sir. Abdocken okay. Gehe auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Seht. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Keys fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Angst. Daumen drücken. Sie haben welche. Chief? Chief, hören Sie mich? Endlich. Sind Sie okay? Können Sie sich bewegen? Alles gut, aber meine Waffe ist urplötzlich wieder voll aufgefüllt. Die anderen. Der Aufprall. Wir können nichts mehr tun. Oh no. Achtung, ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Wir sollten uns in diese Hügel dort zurückziehen. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Klingt nach einem verhältnismäßig guten Plan. Nee, aber ich finde auch, hier ist ein sehr guter Moment, wo man dann erstmal den Part beenden könnte. Ich musste hier tatsächlich nicht viel reden durch dieses Intro und ich finde die Musik immer noch sehr laut. Deswegen werde ich jetzt zwei Dinge tun. Und zwar zum einen einmal hier nochmal in die Einstellung reingehen. Mein Gott, in die Audio. Musiklautstärke im Menü. Musiklautstärke im Spiel. Ja, warum habe ich da nicht gleich drauf geachtet? So, machen wir mal so. Da müsste dann besser sein. Effektlautstärke, Sprach-Chat-Lautstärke, beziehungsweise auch hier
wenn sie anfangen zu reden oder so weiter. Das sollte schon alles so bleiben, wie es ist. Wenn die babbeln, sollte ich meine Klappe halten. So, zurück. Änderung speichern. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, ne? Muss man das Spiel hier tatsächlich spielen oder wird das alles automatisch aufgezeichnet? Letzter Kontrollpunkt. Habe ich nicht drauf geachtet, ob das letzte Kontrollpunkt war. So, aber wie gesagt, bevor wir uns in die Hügel schlagen, ne, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part. Ach, ich bin total aufgeregt. Ne? Ich freue mich aber auch total. Ne? Also das ist immer noch ein schönes Spiel. Die Grafik, ja, ja. Ne, da wird der ein oder andere auch mauen, aber das ist mehr so Story. Also wir werden auch ständig haben, dass uns entweder Cortana oder irgendeine über Funk oder sonst was hier irgendwie reinbabbelt. Ja, und ansonsten, ja, werden wir hier mal rumrennen und unsere Aufgaben erledigen. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß oder werdet auch in Zukunft Spaß haben hier mit Halo, der Master Chief Collection oder vorerst mit Halo 1. Ja, und dann, ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt mir ein paar nette Worte in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, ne? Der Master Chief ist online. Hoppi, mit Halo. Leute, ich bin der Chris von IEM Korgen und ich sag mal, bis dann.